Über ein Jahrhundert lang waren die USA die größte Wirtschaftsmacht der Welt. In wenigen Jahren wird China diese Position übernehmen. Ergebnis einer neuen Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Frank Bethmann, welche Perspektiven sehen denn die OECD-Experten für Deutschland? Tja, die Perspektiven sind nicht ganz so rosig. Deutschland fällt spürbar zurück, weil wir Deutschen älter und weniger werden. Die Wirtschaftskraft erlahmt. Demgegenüber stehen die schnell wachsenden Schwellenländer, allen voran China und Indien. Noch sind die USA die weltgrößte Wirtschaftsmacht, doch China überholt schon bald die Amerikaner. Indien folgt. In 50 Jahren unterscheiden sich die Kräfteverhältnisse fundamental. Deutschland wird dann nur noch die zehntwichtigste Wirtschaftsnation sein. Eine Wachablösung, die vor allem eines zeigt: Die aktuellen Haushaltsprobleme der USA sind heute noch von Bedeutung. Morgen aber werden die Veränderungen speziell in China viel mehr Einfluss auf unser Leben hier haben. Und die Veränderungen müssen jetzt in Peking beim Parteitag eingeleitet werden. Statt auf schlechte Kopien wie hier bei diesem Smart-Imitat wird China künftig zeigen müssen, ob es auch selbst gut entwickeln kann. Der Wettbewerb wird also noch härter und das Reich der Mitte wird seinen Binnenmarkt stärken. Die Folge: Der Westen wird künftig noch abhängiger von einem immer weiter wachsenden chinesischen Markt.